Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Flugsimulation. Herzlich willkommen zu diesem Tutorial zum Online-Fliegen. In den nächsten Minuten möchte ich euch das korrekte IFR-Funken im deutschen Luftraum zeigen. Dazu führen wir jetzt einen gemeinsamen Beispielflug durch, der möglichst alle Situationen abdecken wird. Wir stehen hier in Frankfurt an Gate Alpha 36 und haben unseren Flugplan nach München bereits aufgegeben. Unser Rufzeichen heute lautet Lufthansa 2 Bravo Alpha. Ich möchte gleich einmal vorwegnehmen, dass ich hier keinen realen Linienflug darstellen möchte. Deshalb stört euch auch bitte nicht an meiner Wahl des Flugzeugtyps, des Callsigns oder den Cockpit-Prozeduren. Es sollen einzig und allein die richtigen Funkphrasen hier in den Vordergrund gestellt werden. So, genug geredet. Los geht's! Um unseren Flug beginnen zu dürfen, müssen wir den sogenannten Startup requesten. Wir können hierbei die Streckenfreigabe, eine passende Abflugroute, den Squawk und die Freigabe zum Anlassen der Triebwerke, den Startup eben, erwarten. Dazu melden wir uns bei Frankfurt Delivery mit unserem Callsign, der Parkposition und der aktuellen ARTIS-Information an. Die Frequenz entnehmen wir den Charts, 1-to-1, das sind der Niner. Ist Delivery nicht verfügbar, so übernehmen Ground bzw. Apron oder der Tower diese Funktion. Danach werden wir die Freigabe zurücklesen und auf weitere Anweisungen warten. Frankfurt Delivery, hallo, Lufthansa 2 Bravo Alpha, Stand Alpha 36, Information Bravo, Request Startup. Lufthansa 2 Bravo Alpha, Frankfurt Delivery, hallo, Information Bravo, korrekt, Startup approved, cleared to München, via Dinkelsbühl, Sierra, out of runway 18, departure route, flight plan route, Squawk 2146. Lufthansa 2 Bravo Alpha, Startup approved, cleared to München, via Dinkelsbühl, 7 Sierra, departure route, flight plan route, Squawk 2146. Lufthansa 2 Bravo Alpha, Respect korrekt. Wir dürfen jetzt also nach München, bzw. zum Clearance Limit, hier Rokil fliegen, das sich aus der Arrival Route ergibt. Außerdem haben wir die im Flugplan gewünschte Abflugroute, kurz SID, Dinkelsbühl 7 Sierra bekommen, die wir uns nun in den Charts genauer ansehen werden. Hier können wir die Initial Climb Altitude und die Departure Frequency herauslesen, also 4000 Fuß und 136.125. Falls diese Frequenz heute nicht aktiv sein sollte, so würde uns die ARTIS dies mitteilen. In Frankfurt darf man erst nach der Anweisung des Towers zum Radarlotsen wechseln. An anderen Flughäfen wie Hamburg oder Düsseldorf muss man selbstständig umschalten. Deshalb ist es wichtig, sich die Karte vor jedem Abflug anzusehen und die ARTIS aufmerksam zu lesen. Die 4000 Fuß dürfen wir ohne weitere Freigabe nicht übersteigen, deshalb drehe ich sie mir in den Autopiloten ein. Lufthansa 2 Bravo Alpha for Pushback Contact Apron Frequency 1-to-1.750. Lufthansa 2 Bravo Alpha for Pushback 1-to-1.750. Da wir nun fertig zum Zurückschieben sind, rufen wir auch gleich die Vorfeldkontrolle mit Callsign und Parkposition. Wie nach jedem Frequenzwechsel warten wir lieber kurz mit unserem Funkspruch, nicht dass wir andere Stationen unterbrechen oder am Antworten hindern. Frankfurt Apron, gute, Lufthansa 2 Bravo Alpha, Gate Alpha 36, Request Pushback. Lufthansa 2 Bravo Alpha, Frankfurt Apron, hallo, Pushback approved, facing west. Lufthansa 2 Bravo Alpha, Pushback approved, facing west. Perfekt, dann können wir uns ja nun zurückdrücken lassen und die Triebwerke starten. Sobald wir fertig zum Losrollen sind, holen wir beim Apron die Taxi Clearance. Lufthansa 2 Bravo Alpha, Request Taxi. Lufthansa 2 Bravo Alpha, Taxi to Holding Point, Runway 18, via November 7 and November, hold short of November. Lufthansa 2 Bravo Alpha, Taxi Holding Point 18, via November 7 and November, holding short of November. Unsere Rollfreigabe zum Rollhalt der Piste 1.8 ist uns nun erteilt worden. Jedoch müssen wir kurz anhalten, bevor wir in November eindrehen. Wenn wir beim Rollen sofort anhalten sollen, bekommen wir die Anweisung Hold Position. Mit der Phrase Continue Taxi dürfen wir dann der ursprünglichen Rollanweisung weiterfolgen und wieder losrollen. Lufthansa 2 Bravo Alpha, give way to the Air Berlin, A320, crossing from left to right, thereafter continue taxi. Nun wird auch klar, warum wir anhalten sollten. Eine andere Maschine hatte Vorfahrt. Dahinter dürfen wir weiter zum Holding Point rollen. Lufthansa 2 Bravo Alpha, contact Frankfurt Tower, 119.9, tschüss. Lufthansa 2 Bravo Alpha, contact 119.9. Da wir abflugbereit sind, melde ich dem Tower Ready for Departure. Die Departure-Frequenz bleibt im Standby-Fenster stehen, um nachher schneller umschalten zu können. Frankfurt Tower, guten Tag, Lufthansa 2 Bravo Alpha, on holding point runway 18, ready for departure. Lufthansa 2
Lufthansa 2 Bravo Alpha, Frankfurt Tower, hallo, behind departing A320, line up runway 18 and wait behind. Lufthansa 2 Bravo Alpha, behind departing A320, lining up runway 18, behind. Wir dürfen nun also hinter der startenden Maschine auf die Bahn rollen und dort warten. Analog zu dieser Phrase wäre auch ein Behind Next Landing denkbar. Wichtig hierbei ist, dass das Behind am Anfang und am Ende genannt wird, um deutlich vorzuheben, dass zunächst auf den entsprechenden Flieger gewartet wird. Lufthansa 2 Bravo Alpha, Wind 200, Reach 5 Knots, Runway 18, cleared for takeoff. Lufthansa 2 Bravo Alpha, Runway 18, cleared for takeoff. Das war die Startfreigabe. Der Wind dient nur als Info und muss nie zurückgelesen werden. So schnell wie möglich sollten wir nun die Gase reinschieben und abheben. Lufthansa 2 Bravo Alpha, Contact Langen Radar und 136 Decimal 125, bye bye. Lufthansa 2 Bravo Alpha, Contact 136 Decimal 125, tschüss. Wir wurden nun zur Abflugkontrolle geschickt. Langen Radar übernimmt diese Funktion in Frankfurt. Im nächsten Teil dieser Tutorial-Reihe zeige ich euch, wie ihr mit den Radarlotsen richtig kommuniziert. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und allzeit drei Grüne. Vielen Dank fürs Zusehen, euer Gronico.